Weiter geht's, liebe Leute, mit Sniper Elite 4. So, dann gehe ich jetzt den Panzer zerstören da unten. Hör mal! Lässt du mich mal bitte in Ruhe den Panzer zerstören, du Eumel? Warte mal. Geht's hier nicht da? Oder habe ich dir einfach gerade keine... Was ist das hier? Einmal aufgenommen. Wunderbar. Was sind Hitlers Pläne für seine neuen Spielzeuge? Einmal mit dem Headshot an die Wand. Kuckuck. So. Ich glaube, hier sind nicht richtig. Ah, ich glaube, wir also arbeiten uns jetzt Step by Step durch. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Oh, hier ist einer. Du hast mal ja nichts zu melden, Kollege. Panzerfeuersoldat. Nice. Der ist auch Geschichte, der Junge. Das ist alles. So, so, da müssen wir hier noch den Kollegen da mal. Dann machen wir das eben kurz so. Coverbums und Ende aus. Ich warte so ein bisschen, kurz hochgeht da. Klar haben die das gehört, aber es interessiert mich. Perfetter. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Nur nimm alles mit, natürlich, was hier rumliegt. Könnte ja was Wichtiges dabei sein, ne? Gut, die Leiche brauchen wir nicht unbedingt. Jetzt tue ich eben kurz noch den Typen hier. So, mal ganz kurz eben. So, einmal kurz die Panzerfaust nehmen, weil ich will den Panzer eben zerstören. Wie gesagt, bevor die da irgendwie auf den blöden... irgendwelche blöden Ideen kommen. Wir nehmen einmal kurz die kompletten alles auseinander, aber wie gesagt, ich will einfach nur weg. Alles wegarbeiten. So, jetzt brauche ich meine Toms wieder. Wenn wir der Panzerfaust könnte behalten. Was nehmen wir dann als nächstes? Ja, viele Gegner dürfen hier eh nicht mehr rumrennen, ne? Ich finde den Weg, die Bombenziele zu markieren. Das machen wir denn jetzt als nächstes. Das heißt, wir müssen hier irgendwo links gleich ab. Das sind 87 Meter von hier. Also, wie gesagt, ich vermute, dass wir sowieso kaum Feinde noch haben. Dass wir jetzt hier easy peasy durcharbeiten können. Ja, von wegen. Viele sind es nicht mehr. Ich muss mit solchen Aussagen mal durchaus vorsichtig sein, weil hier sind nämlich noch Gegner.
Ich glaube, hier sind wir nämlich hergekommen, oder? Eine Wasserstoffperoxidanlage. So wird die Rakete also angetrieben. Ich muss den Bombern irgendwie signalisieren, wo wir hier sind. Die Wasserstoffperoxidanlage zu überlasten wäre eine Möglichkeit. So, da kam wieder Feind angelaufen. Komm her jetzt hier. So, haben wir kurz den Kollegen weggeholt. Ah ja, war den weggeholt. Den auch mal eben kurz weggeholt. Also jetzt mache ich mir gerade die Arbeit weg und hole mir jetzt mal die Jungen, die ganzen Feinde. So, hier müssen wir eine Anlage sabotieren, das können wir doch machen. Oh, den habe ich mitgenommen. So, aber die werden wir noch los, die Jungs noch, komm. Headshot. Es müssen vier Ventile gedreht werden. Nummer eins haben wir ja schon. Headshot down. Ganze. Oh, geh mir auf den Sack. Oh, Lungentreffer. Wenn es auch gut läuft, dann haben wir nur noch einen Gegner. Und der ist weg. So, ich hoffe, dass wir jetzt aber gleich Grün haben sie gezeigt bekommen, dass wir nämlich hier down, dass wir gerettet sind.
Ah. Der Panzer. Fahrerkill. Feierabend. Gute Nacht, Kollege. So, Halbkettenfahrzeug zerstört. Wunderbar. Zylindernähe 70 Meter. Okay, dann gehen wir jetzt gewissen. So. Wir machen das mal wieder. War auch schön mit der normalen Waffe. Muss die scheiß Panzer da wegkriegen oder was auch immer das ist. So, die Frage ist, wo müssen wir lang? So. Gut. Dann geht es jetzt hier oben weiter wahrscheinlich. Ich denke, dass wir weiter die Anlage sabotieren müssen. Kessels, Baby. Ich muss es unschädlich machen. Was? Warte mal, dann sind wir hier, ne? Hier ist das ja. Nummer 1, also von 5 insgesamt haben wir. Noch eine von Kesslers Raketen. Ich muss sie ausschalten. Ja, dann war das doch. Nummer 2. Gut, die Dings sind auch weg. So, die Spezifikation finden. Gut. So, irgendwie müssen wir da jetzt hoch wahrscheinlich. Sehr, sehr schön. Alles klar. Warte mal. Das ist also irgendwo da auch hoch, ne? Das Gute ist, es ist ein relativ kleines Level. Mit uns redet. Die technischen Spezifikationen. Primärziel abgeschlossen, sehr schön. Okay, die Anlagen. Gut, dann haben wir das. Müssen wir da noch Anlagen sabotieren? Sehr schön. Hallo, dann Dietrich Strauß. Nichts mehr zu finden. Yep. So. Du bist jetzt weiter wieder noch ein paar Anlagen sabotieren. Die Frage ist, wo sind die? Das hier die alle? Ne, sind die nicht.
Okay. Die Stielhandgranate. Also sind die da weiter drin oder was? Ja, wir nehmen alles mit hier, was an Munition, gefährliche Mineralien. Ja, das wäre mir klar. Hier ist halt Wasserstoffperoxid. Das Ding macht halt kräftig Bums, wenn es hochgeht. Zur Hölle. Ah, okay. Jetzt verstehe ich gerade, was sie von mir wollen. Diese komplette Anlage ist... Diese Mega-Tanks, die müssen wir auf jeden Fall alle sabotieren. Ha? Aber die müssen ja hier alle sein, oder nicht? Wurde es hier noch ein Ventil? Ja, wollte gerade sagen. Zweites Ventil. So. Gut, dann haben wir das auch erledigt. So. Und den Teil sehen wir dann uns in der nächsten Folge an. Let's Play Snap Elite 4. Bis dahin oder wiedersehen. Dann müssen wir die Ziele identifizieren und Raketen sabotieren. Und dann müssten wir eigentlich durch sein. Oder? Wenn nicht alles. Täuscht. Bis dann. Tschüss.